So, warte, das ist auch noch weg. Komm, fahr rückwärts. Fahr rückwärts. Ich komme hier nicht raus. Mach was anderes. Bitte? Dürfte ich? Hallo? Das Spiel will mich aber auch verarschen jetzt, ne? Alter, lass mich durch, Mann! Ist hier um Altmetall zufällig? Muss ja auch effektiv denken, aber nein. Scheiße, ey. Sag ich auch, fuck! Ich muss jetzt, ganz ehrlich, warum kann ich die nicht mit der Hand wegschieben? Was soll denn das? Moment mal, geht das? Mhm. Ja, das ist ja interessant. Warum habe ich hier eine Spitzhacke? Das wusste ich gar nicht. Sag ich mal nicht nein, okay. Jetzt sollte ich aber wieder rauskommen. So, Moment und... Na komm, na komm. Danke. Ernsthaft? Der ist... Von mir aus. Die Frage ist ja, wo brettern wir jetzt durch? Sollte ich mal nachdenken, wo ich durchbretter? Ich glaube, nein. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses Ding da vorne richtig verstellen kann, dass es halt so, so genau auf das Gebäude zeigt. Weiß ich nicht, Leute. Wir kippen einfach um, ist auch egal. Also, muss man gemacht haben, finde ich. Ist auch was Schönes, ne? Ein schönes Geburtstagsgeschenk, so ein Kran. Sag ich, Picoda, hast du Geburtstag? Nein, ja, Pech gehabt. Hast du Geburtstag? Ja, Demolition Company. Ist ein geiles Spiel. Ja, es macht schon Spaß zu sprengen. Ja, und das war's halt dann auch. Eventuell noch dieses Plasma-Austausch-Schluppe-die-Wupp-Mammut-Fell-Relais. Ja. Schöne Deponia-Anspielung, aber ansonsten weiß ich nicht. Also wirklich, Alter, was ist denn das bitte? Diese Wand bewegt sich ja wie Gummi hin und her. Physics Engine von Nvidia. Halt, ich sehe Altmetall. Boah, das war knapp, ne? Wenn ich mein Altmetall nicht bekommen hätte, wäre ich richtig sauer gewesen. Sonst noch was? Kann ich irgendwas kaputt hauen hier? Mein Demolations... Phobien. Zwängen nachkommen. Nein, kann ich nicht. Die Frage ist ja, wie viel von diesem Scheißding muss unten sein? Nein. Ah, jetzt ist auch der Kompressor mal an. Wunderbar. Hört die ganze Zeit aus, ne? Ich Mongo. Ich Mongo! Kann so ein Bagger eigentlich wirklich nicht umkippen, weil das sieht ja schon ein bisschen heftig aus. Und zack, ich bretter einfach durch. Ich muss mir diesen Adlib holen, das ist von irgendeiner mega alten Comedy-CD. Glaube ich. Ich bretter einfach durch, oder? Achso, nee, Quatsch, das war von Johann König. Ich laber ja Schmarrn. Ich könnte mir den Adlib ja trotzdem holen. Falls euch das scheißegal ist, haut ein, ist mir scheißegal, du Schmongo, in die Comments. Hashtag ist mir scheißegal, du Mongo. Ich freue mich auf Kommentare, Leute. Ah, schön. Weil ich habe auch gestern wieder, von diesem Herrn Aaron Troschke erzählt. Und, aber generell nicht bei ihm, aber da ist mir halt aufgefallen. Diese Zuschauerinteraktion, die ja auch eigentlich recht witzig ist, muss ich ja sagen.
Ja, wenn ihr wollt, dass der dabei ist, schreibt Go bla bla in die Kommentare oder so. Ja, Go und dann den Namen. Und ähnliche Hashtag-Späße da. Und ich meine, man kann es ja machen. So wäre es ja nicht. Aber irgendwie geht's schon auf den Sack irgendwann. So, einmal weg den Scheiß. Casablanca. Was? Nein, nicht. Auf jeden Fall ist das der Sieg. Für T. Loni. Das nächste Mal kommt der Schlag den Rap-Adlib noch drauf. Jetzt! Wenn ich da mal gewonnen habe. Dankeschön! Oh, endlich wieder Ruhe! Ruhe! Kann ich dich abreißen? Kann ich nicht, okay. Uiuiui. Halten Sie die Mission aus schon nach verwertbarem Altmetall? Ja, das weiß ich doch. 1 von 6. Ich muss echt mehr nach diesem Altmetall-Scheiß suchen. Jetzt aber! Sprengung! Explosiv durch ein heftiges Unwetter ist ein Teil der obersten Etage des Gebäudes bereits eingestürzt. Was für eine Mega-Story. Man hat ihnen grünes Licht gegeben, das Haus zu sprengen. Was? Die Leute, weiß ich nicht. Aber Wolkenkratzer, 20 Stöcke. Oben schlägt der Blitz ein, nur die oberste Etage explodiert. Ja, springen Sie den Scheiß weg. Ist egal, wollen wir nicht mehr haben. Einfach wegbomben da. Also so sprengen, dass die Bruchstücke aus der Baustelle nicht herausfliegen. Okay, platzieren Sie. Ja, verlassen Sie das Haus. Und dann wird gesprengt, Mutter Fika, Junge. Dann wird geborst, Alter. Wahrscheinlich soll man von oben nach unten sprengen, aber es ist mir irgendwie ein bisschen zu langweilig. Deswegen. Na! Ich ganz ehrlich. Nö. Verschüttet! Die Lawinensendung. Wow, der war geil, ne? Stabil, Junge. Stabil. Wie geil war das denn? Die mache ich gleich nochmal, Alter. Nee, pass mal auf, mein Freund. Die werden die mal normal. Das war ja mega Spaß. So, Start. So. Du solltest haften. Du hast meinen Haftbefehl. Haha, hast verstanden? Egal. Ich hab sogar 4 Sprengsätze, echt? Also 1, 2 und 3. Und 4, wir können sogar 4 machen, geil. Oh yeah. Oh yeah. Da geht mir richtig einer ab, Alter. So, jetzt wird erstmal zerbombt, Junge. Pass auf. Kaboom! Ich hatte noch nie so viel Spaß im Spiel, Alter. Doch, hatte ich schon. Aber ist auch schön. So, wir haben jetzt 128.000 Euro. Ganz ehrlich, wenn ich schnell Geld brauche, mache ich die Mission. Das ist ja lächerlich. So, kaufen wir uns erstmal was. Ich hab das Spiel doch in 10 Parts durch, das gibt's ja gar nicht. Hammer. Hammer, hast du verstanden? Das war der Witz. Egal. Presslufthammer Hornet, Kompaktlader, genau, natürlich. So, ich kann mir jetzt praktisch alles kaufen, die große Abrissbirne. Oh, Sprengstoff Typ 3, oh. Schallsprenger, ich hau euch alle kaputt. Ihr seid doch alle jetzt schon tot, oder was? Alter. So, Tutorial, können wir was Interessantes machen. Ist es neu, zufällig? Tatsächlich! Kompaktlader. Gegenüber den anderen Baumaschinen besitzt der Kompaktlader einen Arm, der sich nur vertikal lenken lässt. Dafür ist er sehr windig und standfest. Der Kompaktlader wird oft an Stellen eingesetzt, wo man mit größeren Maschinen nur schwer herankommt.
Junge, es gibt Sprengstoff, ja? Wozu gibt es Sprengstoff? Mit E und mit R, das wissen wir ja inzwischen schon. So, pass auf, wir brettern einfach durch. Die Mauer 5, komm. Ach so. Also es ist praktisch wie das andere Ding, nur cooler oder weiß ich nicht. Nee, nur, dass ich nur in eine Richtung drehen kann. So, was machen wir hier? Lass mich raten, wir müssen das Ding einfach kaputt machen. Was soll ich schon groß? Demolieren Sie ungefähr, genau, ungefähr die Hälfte dieser Hütte. Präzise. So, weg, ich fahre einfach durch. Ich brauche diesen Adlib, ey. Der passt hier so unglaublich gut. Gute Arbeit. So, halt's Maul. Dieser Sound, ey, das geht so auf die scheiß Ohren. Cocktail. So, können wir jetzt sprengen, Leute? Machen wir uns doch nichts vor, es geht doch nur darum. Es geht doch nur um die Sprengung. Der Raupenbagger. Schade. Ich will den Raupenbagger. Okay, was machen wir hier? Güterbahnhof, Flughafen, Industriegebiet, ach, von mir aus. Können wir irgendwo sprengen, sprengen, sprengen. Oh, Typ 3. Ah, das wird heftig. Okay. Dann, der erste Auftrag besteht darin, einen der alten Umspannstationen abzureißen. Nö, habe ich keinen Bock drauf. So, wir sprengen weiter. Das ist meine absolute Lieblingsmission, ey. Aber das ist Altmetall. So, zack. Einmal zack und einmal hier. Nein. Geh kaputt, du Scheißteil. Was soll denn das? Ich ficke dich so hart, Alter. So, Nennt mich Loni den Meister des Kleisters oder so. So, pass auf, so sprengt man. Ist irgendwie schon geil, ne? Muss ich jetzt ja ehrlich sagen. Kosten 2400, egal. Ich mach das so lange, bis ich das geschafft hab. Okay, andere Frage. Wie viel krieg ich denn hier? 20.000? Das ist ja lächerlich. Radbagger. Das könnte ich alles kaufen, ja. Sprengteil 2. Amigo. Ich mach nur die Sprengmission, das interessiert mich gar nicht. Als Sprengmeister ist es wichtig, zuerst ein Gespür für das sprengende Objekt und dessen Umgebung zu halten. Sehen Sie sich im Uhrenturm etwas um. Fallen Sie nicht zu oft von der geländerlosen Treppe. Ich denke, ich kann mich nicht verletzen. Ja, was ist da denn los, ne, liebes Spiel? Platzieren Sie die Sprengsätze an strategischen Punkten und versuchen Sie vorauszusehen, wie und in welche Richtung der Uhrenturm zusammenfallen. Es sollte nichts auf die Gleise fallen. Ja, gut. So, wir lassen uns überfahren, das Leben hat keinen Sinn mehr. Okay, scheiße, wie komme ich wieder hoch? Das war ein Witz. So, jetzt. Ja, ich würde sagen. Oh Mann, das kostet ja Geld. Was für ein Scheiß, okay. Dun, 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 dun. Ich kann rückwärts und seitwärts Treppen hochlaufen, weil ich ein Ficker bin. Achso, da endet die Treppe auch. Na gut. So, da sind die Gleise, heißt ich. Fährt gerade ein Zug ein? Wo ist der Zug? Wo ist der Zug? Ich will den Zug sehen. Da ist gar kein Zug. Mein Traum. Mr. Bickles, mein Traum, ey. Na gut. Wo ist Sprengladung 1? Und welcher Mongo hat die so scheiße gesetzt? Ja, sind wir nochmal ehrlich.
Da ist die gesetzt. Okay, Mama. Hier eine. Mama. Hier eine. Mama. Hier eine. Und 3, 2, 1. Boom! Mission vergeigt aber. Steht immer präzise da. Sie haben verkackt. Sie haben verloren. Machen wir nochmal. Okay, war das hier? War das. Nein, das war hier. Ja, okay. Warum steht ein Uhrenturm neben dem Gleis so alleine? Und warum ist der so hässlich? Wo ist das Uhrwerk? Wie soll die Uhr funktionieren, wenn kein Uhrwerk da ist, bitte? Erklär mir das mal. Warum habe ich 37 Euro bekommen gerade? Was bitte? So, mal gucken. Nein, das war auch zu viel. Hm.